Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Hard Gold. Wir sind jetzt hier kurz vor Azaela City, sag ich mal. Wir holen uns einmal hier die schönen Aprikoko-Bäume. Die Aprikokos. Und wir müssen nochmal was revidieren, eine Entscheidung, die ich glaube ich in der ersten Folge getroffen habe oder in der zweiten. Und zwar, dass unsere Mutter unser Geld hortet. Das wollen wir jetzt mal machen, deswegen rufen wir sie einfach mal an. Das, was mich dazu bewegt hat, war, dass ich ja... Also ich habe vor, ein Pokémon zu fangen, das sich mit einem Mondstein entwickelt. Und diesen Mondstein, den kann man über verschiedene Wege eben erhalten. Und ein Weg wäre eben auch, dass die Mutter einen zufällig... Also die kauft dann ja irgendwelche Items, meistens sind das eben Beeren. Und das dachte ich eben auch. Und dann sind das manchmal irgendwie Schals oder Items so. Aber manchmal sind es eben auch Mondsteine, habe ich gelesen. Und deswegen machen wir das einfach mal, damit wir hier die Möglichkeit haben und... ja. Hallo Bruder! Damit wir möglicherweise haben, einfach noch eine zusätzliche Option für Mondstein zu haben. So, es kann ja nicht schaden, im Endeffekt auch zwei Mondsteine dann zu haben. Und man levelt bei Hard Gold ja auch nicht so schnell wie bei manch anderen Editionen. Das heißt also, wenn wir eventuell quasi... Nehmen wir ihn da. Also wenn wir, ihr wisst, was ich meine, ne? Nach dem 8. Orden und erst dann den Mondstein bekommen, dann sind wir noch nicht Level 60 oder sowas. Das ist nicht so. Und deshalb macht es dann nicht so viel aus, dass man erst später dann den Mondstein bekommt. Aber trotzdem haben wir jetzt eine zusätzliche Option, wie wir quasi einen bekommen können. Und das ist auch ganz vernünftig, denke ich mal so. Gut. Ja, ich bin übrigens ein bisschen müde und das liegt daran, dass ich heute, ich habe heute Mathe geschrieben. Ich bin endlich mit meinem Abitur, mit meinem schriftlichen Abitur durch. Es war eine Mathe-Klausur, ich sag's mal so, okay? Also ich habe so, ich war niemals das Mathe-Genie. Und Mathe ist auch nicht das, wo ich auf die Punkte drauf angewiesen bin, denn wirklich nicht. Aber ich habe mich schon darauf vorbereitet, so, und hätte ich so viel Vorbereitung wie in Mathe in andere Fächer gesteckt, dann wäre da mehr bei rumgekommen, okay? Aber bei Mathe, da muss man eben viel tun und dann zahlt es sich nicht ganz so aus, wie man gedacht hat. Puh, aber das macht ja nichts. Ist mir auch egal. Jetzt bin ich durch mit dem Schriftlichen und habe erstmal 6 Wochen Zeit, in der ich das Abi-Buch machen kann und, dann nochmal die Schritte, die mündliche habe und das wird dann Geografie sein und das wird entspannt, vollkommen. Da bin ich mir ganz sicher, dass das sehr, sehr gut laufen wird. Ja, aber jetzt bin ich erstmal durch mit dem Schriftlichen und habe deswegen deutlich weniger Last und kann endlich wieder Let's Playen. Das ist in den letzten beiden Tagen zu kurz gekommen, weil ich gesagt habe, so ganz kurz vor Mathe, da hatte ich dann ein bisschen was anderes zu tun. Da habe ich dann tatsächlich ein bisschen Mathe gelernt, einfach mal. Das kann sich jetzt wieder gut ändern, da ich einfach sehr viel mehr Zeit habe. Und ich kann auch endlich länger schlafen, als ich gehe weniger in Videos. Oh, ist das unglaublich. Jetzt drehen meine Augen schon. Guck, ich weine. So, Polly, du bist ja bei Level 18, ne? Ich sag's dir. Ja. Mach Hollo, dann kämpfen wir mal weiter. Das ist nämlich ein Kampf-Pokémon, dagegen ist Flug ja sehr effektiv. Das heißt, da sind wir gut dabei mit Windstoß. Ja, heute ist außerdem der 8. Mai, der Tag der Kapitulation. Ich habe in meiner Mathe-Klausur, das habe ich ja schon angekündigt, kapituliert. Das heißt, wir haben um 8 angefangen zu schreiben, ich war um 11:30 fertig. Und habe dann bis 1 da rumgesessen, weil ich auch gesagt habe, ne, im bringt auch nichts mehr jetzt hier. Ich muss ja jetzt nicht zwanghaft irgendwas hinschreiben. Oh, das war mir dann auch egal. Ich bin dann niemand, der nochmal 8-mal durch seine Klausur guckt oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Anfang. Stochastik habe ich richtig und Analysis habe ich eben nicht so gut. Das war dann zusätzlich zu dem, dass es eben Analysis mir nicht ganz so liegt. Aber ich trotzdem das meiste schon. Also ich kann da schon manches. War dann echt keine tolle Klausur. Zentralabitur. Und da gibt es dann gute. Ich habe in der Vorabi-Klausur, da haben wir die Klausur, die Abi-Klausur aus dem letzten Jahr geschrieben, da habe ich 8 Punkte bekommen insgesamt, obwohl ich mich dann nur 2 Stunden darauf vorbereitet hatte auf die Klausur. Und jetzt habe ich mich garantiert das 10-fache darauf vorbereitet und es werden keine 8 Punkte, das sage ich dir, das wird keine glatte 3 in ihrem Leben. Ist aber auch nicht so schlimm. Man muss 5 Punkte durchschnittlich schaffen, um durchzukommen. Da sind wir in Azaela City, ich sage es hier nur. 5 Punkte durchschnittlich. Und also durchkommen, ups,
ist echt überhaupt nicht das Problem. Und deswegen ist es auch scheißegal, wenn ich 2, 3 Punkte in Mathe schreibe. Ist mir so egal. Ich mache auch keine Nachprüfung, da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Dann habe ich eben im Schnitt dann 0,1, 0,2 schlechter. Ist mir so egal. 0,2 wird das nicht. So großen Einfluss hat das dann auch nicht. Hey, was soll das werden? Weißt du denn nicht, mit wem du es hier zu tun hast? Aber Team Rocket natürlich! Team Rocket dürftest du eigentlich gar nicht mehr geben. Er dürfte es gar nicht mehr geben. Na, dass ich nicht lache. Team Rocket ist aktiver denn je. Wir haben uns zwar vor 3 Jahren vorübergehend aufgelöst, aber jetzt stecken wir mitten in unserem Comeback. Der Traum unseres Oberhaupts Giovanni wird schon bald wahr werden, aber das geht überhaupt nichts an, okay? Lass mich einfach in Frieden. Rums! Okay. Da hat jemand Aggressionsprobleme. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich stehe hier Wache, weil der Brunnen eine öffentliche Gefahr darstellt und jemand aus dem Dorf versehentlich hineinfallen könnte. Ach ja, bin ich nicht zu gutmütig. Ja, Bruder. Und er war das hier gerade? Nee. Alle Fleckmann sind aus der Stadt verschwunden. Dabei dachte ich, dass man hier Fleckmann-Routen kaufen kann. Ja, wir wollten auch eine Fleckmann-Route haben. Ich habe die 1 Million mittlerweile zusammen. Ich will die jetzt. Ich will hier Fleckmann-Routen mampfen. Okay. Willkommen, kann ich dir helfen? Ja, wir schauen einmal. Pokebälle, kaufen wir mal 10 Stück. Ach, wir haben schon. Egal, wir haben auch noch 7000. So, dann kriegen wir nochmal einen Premierball dazu. Ich habe übrigens die Lautstärke des Spiels mal ein bisschen runtergepackt, damit wir... Mir ist aufgefallen tatsächlich, dass ich in den anderen Folgen das ein bisschen laut hatte. Und das habe ich erstmal ein bisschen nach unten revidiert jetzt. Das sollte so vernünftige Lautstärke sein. Heilball, Netzball, Nudes sind beide nicht so klasse. Bin ich nicht so der Fan von. Ich mag ja vor allem Bälle, die geil aussehen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich niemals, noch nie, also noch, nicht noch nie, ne, aber warum ich es oftmals vermeide, Meisterbälle zu werfen. Weil ich finde, dass sie scheiße aussehen. In der Stadt gibt es kein einziges Fleckmann mehr. Vielleicht habe ja der Zorn des Schutzpatrons auf uns gezogen. Das könnte ein böses Vorzeichen sein. Wir sollen auf alles gefasst sein. Wo sind all die Fleckmann hin? Machen sie vielleicht irgendwo Party? Das wäre geil. Ich würde auf jeden Fall auch gerne zur Fleckmann Party. Oh, der Arenaleiter? Nein, das ist nicht der Arenaleiter. Ja. Wir gehen einfach mal kurz ins Pokémon Center, laden unsere Pokémon einmal schön auf. Brumm. Und ich habe sogar einen Fehler gemacht. Ich habe neulich einen NPC im Pokémon Center ausgelassen, der etwas Schönes für uns hatte. Habe ich jetzt verkackt. Wir machen es einfach so, dass wir jetzt hier die NPCs einmal ansprechen und schauen, ob jemand was für uns hat. Das Pokémon-Lagerungssystem hat Bill erfunden. Es erlaubt dir, bis zu 30 Pokémon in einer Box zu lagern. Danke. Sag mal, kennt einzelne Pokémon vielleicht irgendwelche Geheimattacken? Pokémon, die kampfunfähig sind, sollten angeblich Kräfte freisetzen, mit denen sie Geheimattacken einsetzen können. Weißt du, was Aprikokos sind? Wenn man eine von diesen Früchten in die Mitte halbiert und das Fruchtfleisch entfernt, kann man die hohle Schale ein spezielles Gerät einsetzen. Und das wiederum ermöglicht es dir, damit Pokémon anzufangen. Von der Erfindung des Pokéballs haben die Leute immer Aprikokos benutzt, wenn sie einen Pokémon fangen wollen. Stell dir mal vor, du hast keine Pokébälle, nimmst halt so einen scheiß Apfel, hüllst ihn aus und steckst ein Pokémon da rein. Ich meine, wie assi ist das? Eine pinke Aprikoko, die nehmen wir nochmal mit. Und dann schauen wir mal, was das hier für ein schönes Haus ist. Neben dem so ein weißer, ach ein weißer, das sah pink aus, okay. Neben dem so ein schöner weißer Aprikokobaum wächst. Mal reinschauen. Hallo Opa. Hm, wer bist du denn? Oh, Jasper ist da eigentlich. Ja, also, bist du hier? Was willst du? Willst du, dass ich ein paar Bälle für dich herstelle? Tut mir leid, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Keine Sorge. Du stehst besser, wenn nicht. Ich werde mich kurz fassen, okay? Team Rocket missbraucht unschuldige Pokémon für ihre Schandtaten. Diese Typen sind einfach das Letzte, okay? Sie hatten sich eigentlich vor 3 Jahren aufgelöst, aber naja, irgendwie scheinen sie wieder da zu sein. Und sind beim Fleckmann-Brunnen. Und wollen Routen klauen und sich damit eine goldene Nase verdienen. Aber das ist, geht zu weit hier. Ich werde Ihnen jetzt eine Lektion erteilen. Haltet durch, Fleckmann! Der alte Kurt, eil zu eurer Rettung! Eil zu eurer... ich sollte das lassen. Eil zu eurer Rettung, alles klar. Und wir eilen zu Kurts Rettung, denn der alte Sack kann man nicht bis 3 zählen. Na gut, immerhin hat er den Typen da weggestoßen können. Das ist sehr schön. Und runter. Der Fleckmann... Oh, guck mal, ein Fleckmann da unten. Mensch. Hey Opa, oh, du bist es, Jasper. Die Wache oben hat sofort das Weite gesucht, als ich auf sie zugerannt bin. Als ich sie zusammengeschrien habe. Okay, ich sollte vielleicht lesen, bevor ich es lese. Aber ich bin in den Brunnen gefallen und habe mir die Hüfte geprellt. Er ist anscheinend ein Arzt, dass er das so gut die feststellen kann. Und hat mir die Hüfte geprellt. Ja, und jetzt sitze ich hier fest. Verflixt, wenn ich nur laufen könnte, würde ich diesen Typ mit meinem linken Zeh verprügeln.
Aber es sitzt nicht, Jasper, du wirst ihn an meiner Stelle zeigen müssen, was ein wahrer Trainer ist. Irgendwie sowas hatte ich geahnt, ich weiß nicht warum. Aber das wird natürlich kein Problem sein für uns. Und Sparkles... Verflixt! Ich habe um Wache gehalten und dann kam dieser halbwahnsinnige Opa. Urplötzlich gibt es einen Schrei und er springt einfach in den Brunnenschacht. Was für ein Trottel. Egal, dann reagiere ich mit meinem Frust eben an dir ab. Da hat sich den Falschen ausgesucht, ich sag's euch. Ja. Opa, das wird nix. Okay, Sparkles, zeig mal, was du drauf hast hier, ne? Schon Level 11, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Das ist... Ach, der hat anscheinend eben bis einem Level gewonnen, oder? Ich habe nicht ganz aufgepasst, ich habe ja erzählt, aber während des Kampfes gegen Kleinstein und gegen Macholo könnte er natürlich gut ein Level dazu gewonnen haben. Könnte tatsächlich sehr gut sein. So. Oh, sorry, altes Mikrofon, bin ich gegengestoßen. Hier, es gibt ja ein schönes Level ab. Ja, siehst du? Level 12. Okay. Noch ein Ratzfratz. Ich glaube, wir wechseln mal auf Miss Polly. Ich möchte gerne, dass Miss Polly Level 18 erreicht. Kennt ihr das, wenn ihr in ihr Kopfhörer zu lang drin habt? Es tut ein bisschen weh. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch gerade. Es tut ein bisschen weh. Es gibt auch schon so verschiedene Adapter, wollte ich fast sagen, Aufsätze quasi für... Also hier seht ihr das ja, ne? Sind diese weiße Dinger oben drauf und die gibt es quasi in verschiedenen Größen, damit die halt in den verschiedenen Ohren halten, aber ich habe, glaube ich, kleiner ist, weiß ich nicht, ob es überhaupt gibt. Es sind halt immer drei dabei. Nö, da gehe ich jetzt nicht ran. Der soll warten, der Affe. So. Ein Zubat. Ich habe tatsächlich auch X-Bat trainiert, als ich das erste Mal Hardgold durchtrainiert habe und es war echt keine schlechte Entscheidung. Aber für das Team, das ich vorhabe, brauchen wir tatsächlich kein X-Bad. Auch wenn es ein cooles Pokémon wäre, haben wir da genug Alternativen, die wir nutzen werden. Und deshalb ist es jetzt nicht notwendig, Zubat zu fangen. Ich habe, wie gesagt, nichts mehr als Ziel gesetzt, irgendwie den Pokédex zu vervollständigen oder irgendwie sowas. Das ist mir relativ Wurst. Und deshalb werden wir es auch nicht machen. Und das einfach als Erfahrungspunkt Lager hier nutzen. Und deshalb, ja, die freien Pokémon auch einfach besiegen. Müssen wir auch nicht fangen. So, nö. Man kriegt ja bei X und Y, ab da kann man, glaube ich, Erfahrungspunkte bekommen man da für das Fangen von Pokémon. Davor war es nicht so. Generell, das sind so ein paar Gameplay-Changes, die ganz sinnvoll sind. Also die auch so sagen, wo man sagen muss, ja, das gliedert sich absolut gut ein. Bisschen schade fand ich zum Beispiel den EP-Teiler, okay? Also versteht mich nicht falsch, das ist unglaublich einfach, jetzt zum Beispiel Pokémon abzuleveln, indem man einfach die Pokéliga durchmacht mit dem EP-Teiler und du teilst quasi... Also früher hast du ja deinen EP bekommen und ich glaube, es war so, dass der quasi derjenige, der den EP-Teiler hatte, nochmal 50% deiner EP quasi bekommen hat, die du mit deinem Main-Pokémon bekommen hat. Also es muss nicht hundertprozentig richtig sein, okay? Ich weiß die Daten gerade nicht genau, aber es war eben so, das EP-Teiler war ein Item, das ist ein Pokémon gegeben und es hat einen Teil der EP bekommen, die du mit deinem eigentlichen Pokémon, das gerade kämpft, ja, bekommen hast. Und jetzt ist es so, ein EP-Teiler ist ein Basis-Item, du aktivierst es und ich glaube, es ist so, das Pokémon, das kämpft, bekommt 100% der EP und jedes andere Pokémon in deinem Team erhält 50% der EP. Wenn du zum Beispiel ein Pokémon besiegst und wir bekommen jetzt hier 100 EP-Punkte oder sowas, so wie jetzt, würde jedes Pokémon in meinem Team 50 EP-Punkte dazu bekommen. Oh, und das sorgte dafür, dass es sehr einfach wurde, Pokémon zu trainieren und man, wenn man ihn aktiviert hatte, alles extrem einfach war, man immer hohen Levels war, auch mit den Pokémon, die man drei ordentlich benutzt hat oder so, die einfach im Team waren und dann waren die halt auch Level 40 oder sowas. Und wenn man ihn nicht aktiviert hat oder deaktiviert, das kann man sich aussuchen, muss sich nur für eins entscheiden, dann war man eben leicht unterlevelt oder musste sehr viel gegen freie Pokémon kämpfen oder gegen Trainer, die man repetitiv herausfordern konnte. Ja. Das ist so ein Ding. Ja, also es ist einerseits schön, vor allem im Late-Game, wenn du Pokémon trainieren willst, du kannst dir einfach den EP-Teiler anknallen und durch die Pokéliga rushen und dann bist du relativ schnell mit allen auf Level 100, also 10, 15 Durchgänge oder sowas und du hast von 1 auf 100 alles durchgeknallt. Joa.
ist halt dann auch nicht mehr so die Kunst während des Spielverlaufs dann eben, ja, den EP-Teiler. Vielleicht sollte das sowas wie ein Update sein, dass du dann nach der Pokéliga das erste Mal bekommst, aber keine Ahnung. Also ist auch schon okay, so ist es für mich nicht das größte Problem. Wenn man seine Probleme damit hat, dann schaltet man den eben aus oder lässt ihn deaktiviert oder macht sich eben selbst seine Regeln, mit denen man das Pokémon-Spiel dann eben durchläuft, damit das dann für einen selber spannend bleibt. Das muss man dann selber entscheiden einfach. So. ...145 EP. Nett. Du volllautes Malk! Fucking what, mate? Oh, hey. Miss Polly entwickelt sich. Nice. Ein Tauboga, ja, ist doch sehr schick. Gleich besseres Start. Das ist natürlich auch der Vorteil an diesen Pokémon, die man jetzt hier am Anfang bekommt. Das sollten im Vergleich jetzt ganz gute Stats sein hier. Hier Windschuss ja Spezial. Und wir haben Spezial. Ja, es ist negativ. Okay, 20. Hier. Dieses blaue, die blaue Unterlegung, seht ihr die? Oh shit, ich bin schon wieder gegen mein Mikrofon gekommen. Die Maus, meine Maus seht ihr gerade nicht, aber ihr seht oben, dass der bei den Stats das Spezialangriff blau hinterlegt ist und die Initiative leicht rot hinterlegt ist. Der Schatten ist quasi, hat eine andere Farbe. Und das bedeutet, dass jedes Pokémon ja eine Natur hat. Hier ist es, so wo steht es, zurück, prügelt sich gerne, froh, Wesen froh, ein Wesen, genau. Und das Wesen bestimmt darüber, welche Stats quasi einen positiven Boost und einen negativen Nerf, also eben erhalten. Und das sind in diesem Fall Initiative, was sehr gut ist, und Spezialangriff, was darauf ankommt, wie man Tauboss dann trainiert, mit welchen Attacken. Es gibt ja Spezialattacken und es gibt aber auch physische Attacken und das kommt dann darauf an, wir sollten hier dann dazu neigen, eher auf physische Attacken zu gehen, da die ja höhere Stats einfach haben werden. Aber Initiative Plus ist schon echt ganz gut. Hier haben wir Initiative plus Angriff minus, das ist sehr gut, da Elektro-Pokémon ja oftmals was wie Donnerschock haben und das sind eben dann Spezialattacken oder eben Donnerschlag oder irgendwie was, ich glaube, das heißt so die Attacke, ja, Thunderfist. Und die gibt es da, also die basieren dann quasi auf physischem Angriff, so das sind dann zum Beispiel Elevoltec oder sowas, die haben dann zum Beispiel eine physische Attacke und dann sind da dann eher stärker drin. Und hier haben wir Angriff plus Verteidigung minus, das ist relativ neutral. Ich glaube, Feuer-Pokémon haben halt auch viele Spezialfeuerattacken, Hitzekoller und sowas, Flammsturm und so. Das sind eher Spezialattacken, aber da haben wir den ganz normalen Wert. Das ist also alles okay. Gut. Gehen wir mal weiter. Gibt es hier hinten noch was? Gibt es hier vielleicht ein verstecktes Item? Nee. Okay. Noch ein Zubat. Ich glaube, wir fliehen einfach mal ganz kurz und begeben uns da Richtung Team Rocket Rüpel, denn der wird uns auch einige Erfahrungspunkte geben. Das prophezei ich. Da sind doch die Flatmons. Was regen sich alle auf? Ja? Die sind doch im Brunnen hier. Alles normal. Sollen aufhören, den Flatmon ihre Schwänze abzutrennen? Wenn wir jeden x-beliebigen Trainer Gehör stecken würden, ja, wo wären wir denn dahin? Ja? Team Rocket wären wir doch noch nicht. Stimmt ja, kriegst aufs Maul, hast eine Ausrede, kannst du verpissen, alles gut. Das ist schon nach Prozedere. So, ein Radfratz. Sparkles. Zeig mal, was du kannst. So. Ich wurde übrigens, ich habe einen voll netten Kommentar bekommen. Da hat sich jemand anscheinend mein gesamtes Video angeschaut, weil ich echt sehr positiv überrascht schon, hat mir mein Tag auf jeden Fall versüßt. Ich weiß nicht mehr exakt, wie der Name war. Mirondoshi oder... Ah, es tut mir leid, ich weiß es gerade nicht aus dem Gedächtnis. Ich könnte es natürlich schnell nachlesen. Auf jeden Fall einen netten Kommentar gebracht. Sich darüber echauffiert, dass ich irgendwie Interesse an Super, an Flakemon-Routen hätte. Und das ist mal meine Frage, hä? Was hast du für ein Problem damit? Das ist doch vollkommen legitim. Hast du so ein Ding mal gefressen? Nee.
dann auch hier bitte nicht urteilen. Das ist ja so, als ob man sagen, ja, in Asien Hunde fressen ist asozial. Naja. Okay, es ist asozial. Egal. Auf jeden Fall war es ein voll netter Kommentar, hat halt, was war das? Komm, aufs Abitur, ich hatte da vom Abitur, ich glaube, es war die letzte Folge sogar, von meinem Englisch-Abitur referiert, hat das halt eben kommentiert, wie viel Glück für Mathe gewünscht. Außerdem noch, ja, ein Kommentar gelassen, was für eine scheiß Webcam ich doch hätte. Das hat mich schon ziemlich verletzt. Naja, muss man mit leben, ne? Aber ja, ich sehe die Webcam mal eher sowas als kleines Gimmick, so zusätzlich, ne? Das ist so, naja, wäre ich hier hochauflösend, das könnte doch keiner aushalten. Das wäre doch, ne. Deshalb mit Krüppelgrafik. Aber ist ja auch okay, ne? Ist ja auch nur ein sehr kleiner Ausschnitt hier, den wir hier haben. Ist dann auch okay so. Hochauflösender muss sie gar nicht sein. Und dass sie dann nicht mit 60 FPS das alles mitfilmen, das ist dann auch. Ich glaube, es ist verträglich, okay? Ich brauche ja nur irgendwie einen Grund, um meine narzisstische Seite raushängen zu lassen, um mich die ganze Zeit selbst hier angucken zu können. Ihr seht das ja, wo ich hingucke. Da ist mein Bild einfach. Ne? Und ich gucke mich die ganze Zeit selber an. Das ist ziemlich geil. Nein, Spaß. Ich gucke auf den Bildschirm. Was willst du von mir? Hä? Bei Team Rocket fürchtet man mich als ganz besonders grausamen Trainer. Ich werde nicht zulassen, dass du uns bei unserer Arbeit in die Quere kommst. You sure, mate? Fucking what? Wollte eben ein Familienmitglied bei mir ins Zimmer kommen. Okay. Ja, aber die wissen alle, dass ich gestört bin. Das ist also vollkommen okay. Die wissen alle, dass ich ordentlich einen an der Waffel habe. Okay. In jeder Stadt gibt es einen Idioten, der sich uns in den Weg stellt. Du kriegst jede Stadt so aufs Maul wie hier. Das ist echt ein bisschen traurig. Dann misst er auch noch. Das ist aber auch nicht leicht. Geht jetzt bestimmt ein Trank oder sowas noch ein. Ich brauche ja jetzt einen. Oh ne, einen Volltreffer. Ach, guck mal, ein Volltreffer auf unserer Seite. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Das erlebt man nun wirklich nicht alle Tage. Nein, nein. So, wir erreichen Level 14 und Donnerwelle. Das ist schön. Sogar noch als die Hälfte. Nochmal die Hälfte dazu. Oh, ich hätte dich nicht mal für ein Kind gehalten und meine Nase gerümpft. Was? Das habe ich ganz falsch gelesen, glaube ich. Ja, stimmt. Team Rocket wurde vor 3 Jahren geschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit still und leise im Untergrund fortgesetzt. Du kannst uns vielleicht das Leben schwer machen, aber aufhalten wirst du uns niemals. Alles, was du tun kannst, ist in Strecken auf das zu warten, was wir weiter im Schilde führen. Okay. Und jetzt kann er wieder laufen. Hüfte geprellt. Hüfte geprellt und kommt da an. Gute Arbeit, Jasper. Die Typen von Team Rocket haben Reis ausgenommen. Meine Hüfte geht auch wieder besser. Alles klar. Du chillst dich 5 Minuten hin und deine Hüftprellung ist wieder weg, oder was? Und dann kannst du wieder rumstratzen. Ja, alles normal. Du bist einfach nur ein Schlappschwanz. Hallo, Jasper. Das war wirklich eine Glanzleistung. Ich hab's schon einmal gesagt, aber vor 3 Jahren hat ein Junge namens Roh Team Rocket zerschlagen. Aber jetzt, naja, scheinen die Widerlinge ein Comeback auf die Beine zu stellen. Das weiß nichts Gutes. Da müssen wir Rot finden, ne? Aber vergessen wir das fürs erste Mal, du gefällst mir, Jasper. Es wäre meine Ehre, für einen Trainer wie dich Bälle anfertigen zu dürfen. Na, show me your balls. Hier, mehr habe ich leider gerade nicht, aber ich hoffe, das hilft dir weiter. Turboball. Ja, Turboball weggepackt, alles klar. Oh, wie ich sehe, hast du ein paar Aprikokos mitgebracht. Na schön, werde ich mir eins verarbeiten machen. Alles klar, was haben wir denn hier? Wir haben eine gelbe. 3 grüne. Eine weiße. 2 pinke und 3 schwarze. Ich glaube, die schwarze bringen sowas wie Schwerbälle. Also ich glaube, je schwerer die Pokémon sind oder so. Wir nehmen einfach mal die grüne. Ups, nein. Wir geben einfach mal 3 grüne ab. Ich weiß gar nicht exakt, was da rauskommt. Wir gucken es mal. Die Farben mit den Bällen, die habe ich nicht. Die sind auch sehr speziell. Es gibt zum Beispiel auch sowas wie Mondbälle oder irgendwie so heißen die. Also die fangen Pokémon besser, die sich durch einen Mondstein entwickeln. Oder, was gab's dann noch? Irgendwie, wenn du an der Angel bist oder so, wenn du Pokémon angelst, dann
ja, weiß nicht, schneller an oder sowas. Also ganz spezielle Bälle hier, aber auch lustige Bälle, die es halt sonst in keiner Edition gibt. Ich brauche einen ganzen Tag, um die Aprikokos zu verarbeiten. Komm also am besten morgen wieder. Ich habe eine Idee, willst du vielleicht den Telefonnummer vom Großvater? Ja, ich, ja. Ach übrigens, der Typ eben hieß doch Lance von Team Rocket, ne? Apropos Lance, das ist der 8. Mai. Sein Album ist rausgekommen. Außerdem ist das von Genetik rausgekommen. Das hatte ich gestern schon. Darüber erzähle ich einfach mal in der nächsten Folge ein bisschen was. Das war's bis jetzt aber von dieser Folge. Das war's von dieser Folge. Das war es mit dieser Folge. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.